Hallo zusammen und damit heiße ich euch heute mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Es ist jetzt schon einige Tage her, seitdem wir euch mal wieder ein Wohnhaus aus der Vergangenheit zeigten. Nun, ich kann euch beruhigen, heute wird es eben mal wieder so ein Wohnhaus geben. Darüber hinaus gibt es auch noch ein paar Informationen, was die Zukunft angeht. Aber keine Sorge, es geht alles ganz entspannt weiter. Deswegen würde ich sagen, kommt nun am besten mit auf diese entspannte Tour. Den Rest erfahrt ihr natürlich wie immer von mir in diesem Video. Und wenn euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann bleibt ihr am besten eingeschaltet und schaut doch auch mal nach diesem Video auf unseren Kanal. Dort findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also auf jeden Fall. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein verlassenes Wohn- und Geschäftshaus. Wie ihr bereits am Anfang sehen konntet, sind auch diese Aufnahmen ähnlich wie die der letzten Woche schon einige Tage alt. Entsprechend entschuldige ich mich auch hier für die Qualität dieses Videos. Es entstand noch mittels Smartphone-Kamera, aber auch dieses Video ist mittlerweile unwiederbringlich, denn das Wohnhaus finden wir heute so zum Glück nicht mehr vor. Es sind also sehr wahrscheinlich die einzigen bewegten Bilder dieses Wohnhauses überhaupt oder zumindest hier im Netz. Wir befinden uns in der Wiegandstraße Nummer 32 im Leipziger Stadtteil Kleinschocher. Dieser Stadtteil war noch bis 1891 als eigenständige Gemeinde aktiv. Man kann also in etwa sagen, solange wie Kleinschocher nun zu Leipzig gehört, so lang steht eben auch dieses Wohnhaus, zumindest im Groben, denn 1895 wurde dieses und ebenso die Häuser ringsrum errichtet. Da die Straßennummerierung bis zur 52 geht, war die komplette Straße innerhalb von nur 15 Jahren rechts und links komplett zubebaut. Schon zu Beginn war in dem Gründerzeithaus ein Geschäft untergebracht. Ob von Anfang an hier ein Fleischer bzw. ein Metzger die untere Etage nutzte, konnte ich nicht herausfinden. Da aber die ziemlich alte Leuchtreklame noch in den 2010er Jahren zu sehen war und im Innenraum ziemlich alte Kühlkammern noch aus Holz standen, könnte es schon sein, dass dieser Fleischer ein Erstbezug war und sein Geschäft dann von Generation zu Generation oder von Inhaber zu Inhaber weitergab. Und sind wir mal ehrlich, jedes Viertel hatte früher mehr als nur eine Bäckerei, den Metzger um die Ecke, genauso wie meist mehrere Obst- und Gemüseläden. Ich kann mir also gut vorstellen, dass auch hier von Beginn an ein Fleischer am Start war. Vermutlich war der Fleischer zu DDR-Zeiten in eine Filiale der HO-Handelsorganisation umgewandelt worden, auch wenn hier der Schriftzug fehlte. Die Handelsorganisation übernahm überwiegend Geschäfte und Läden zu DDR-Zeiten, in denen man vor allem Nahrung und Waren des täglichen Bedarfs kaufen konnte. Viele dieser Geschäfte wurden daraufhin, heute würde man sagen, umgebrandet. Soll also beispielsweise heißen, dass der alte Schriftzug der Bäckerei Hermann durch einen neuen der Handelsorganisation ersetzt wurde, aber das geschah nicht immer. Auch das Personal blieb zumeist gleich. Der Rest des Gebäudes beschränkte sich auf leere Wohnungen, die je höher wir kamen, in einem immer schlechteren Zustand sich befanden. Ein Deckendurchbruch nach dem anderen versperrte uns den Weg, weswegen natürlich nicht alles angeschaut werden konnte. Auch hier zogen die letzten Bewohner und vermutlich auch der Fleischer Mitte der 90er Jahre aus. Der Zustand des Hauses war unerträglich für seine Bewohner. Wo man in Plattenbauten warmes Wasser, Dusche und WC in der Wohnung hatte, hieß es hier noch Kohle schleppen bis ganz nach oben und die Toilette mit den Nachbarn teilen. Aus heutiger Sicht nicht allzu beneidenswert. Und die DDR hatte ja sowieso recht wenig Interesse, die alten Gebäude zu sanieren. Man baute ja lieber neu. Heute ist das Wohnhaus zum Glück denkmalgerecht saniert und auch wieder voll bewohnt. Es bleibt also zum Glück erhalten, auch die vielen leerstehenden Nachbarhäuser sind bereits renoviert. Sicherlich nicht ganz billig, aber der Wiegandstraße tat das mit Sicherheit gut, denn hier stand teilweise ein ganzer Straßenzug leer. Nun
noch zur Zukunft. Wir werden umziehen, also nicht der Kanal, sondern wir als Person. Und das bedeutet natürlich eine Menge Arbeit und Zeit, die dabei flöten geht. Ich hatte erst überlegt, ob ich mal 2-3 Wochen aussetzen werde, aber das wird zum Glück nicht passieren, da braucht ihr euch also keine Sorgen machen. Aber entsprechend arbeite ich jetzt schon an einigen Folgen im Voraus und Ende Mai, wenn es dann für uns ernst wird, wird es für euch einen Dreiteiler geben mit vielen interessanten Aufnahmen und da dürft ihr auf jeden Fall gespannt bleiben und ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Deswegen abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und damit verabschiede ich mich jetzt auch schon von dieser Folge mit noch einigen wenigen Bildern, die wir hier schießen konnten. Bleibt mir gesund, munter und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao. Thank you.